Einmal im Jahr veranstaltet der Imkerverein Salzkotten einen Tag der offenen Tür am Lehrbienenstand in Niederntudorf. Hier kann der Interessierte alles über die Zucht von Bienen erfahren. Wieder mal durch Blitzschlag oder irgendwelche anderen physikalischen Gegebenheiten im Wald anfing zu brennen. Und dieser Brandgeruch hat die Biene dazu veranlasst, Alarm auszulösen, indem sie sagt, wir müssen flüchten, der Wald brennt. Und die Biene braucht ja dann zur Flucht, wenn sie mit dem Auto flüchten, müssen sie sehen, dass der Tank voll ist. Die Biene muss dafür sorgen, dass der Honigmagen voll ist. Was macht dann die Biene im Stock, wenn wir da Rauch einblasen? Sie läuft auf die Honigwaben und versucht, den Honigmagen mit Treibstoff zu füllen, damit sie für die Flucht vorbereitet ist. Bevor das dann aber zu Ende ist, ist der Imker auch meistens schon fertig am Bienenstock. Und wir können den Deckel wieder zumachen. Und deswegen bedienen wir uns diesem alten Evolutionstrick, indem wir ein bisschen Rauch in die Völker blasen. Und hier sehen Sie... Eine Zwischenfrage. Was machen die jetzt da, mit dem Kopf da drin? Die machen jetzt, wir holen den Honig und wälzen den in den Honigmagen um, reichern den mit Enzyme an, damit der Honig auch wirklich Honig ist nachher. Die stecken jetzt alle mit dem Kopf drin. Ja, ja. Ja, die wollen ja den Honig. So, und wer ist mutig von euch? Wer ist mutig? wer will Imker werden? Eine Biene anfassen? Ich denke, nicht nur interessante Fragen konnten gestellt werden, man konnte sogar den Honig direkt aus der Wabe verkosten. Nee, da kannst du hier mal die ganz alle einzeln streicheln. Das ist hier richtiger Honig. Dann ziehen wir mal hier mit deinem Finger durch und dann probierst du den. So. Ja, geh mal ruhig da so rein, mach mal ruhig so. Ne? Sie dürfen aber auch mal eben. Ja. Damit sie mal den Unterschied, zwischen Aldi Honig kennenlernen. Ich möchte auch. Ja. Wenn da Nutella drin wäre, wird das meine Tochter machen. Ja? Natürlich. Lecker. Ja, das war super. Da kann man sich so reinsetzen. Ne? Jetzt haben wir die aber kaputt gemacht. Das die Biene repariert. Die ist voll deckel. Dann sagen wir nach den Richtlinien ungefähr, wenn die Wabe mindestens 2/3 verdeckelt ist, dann ist der Honig reif. Weil die Biene macht immer unten letzten Teil, den sie nicht verdeckelt. Und zwar in der Hoffnung, dass irgendwo noch ein Takt ist. Dann baut sie die Zellen auf und will dann noch was einlagern. Das ist die erste Richtung. Die zweite Richtung ist folgende. Wenn wir dann eine Spritzprobe machen, das heißt also so, wenn die Wabe offen ist, ich mache jetzt mal eine Spritzprobe, ich hau mal... wenn ich dann so etwas mache und da spritzt der Honig noch raus, dann ist er noch nicht schleuderfähig. Das ist er noch zu, hat er noch zu hohen Wassergehalt. Ne? Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die ich auch immer anwende. Ich habe einen Refraktometer, wo ich den Wassergehalt bestimme. Das heißt, ich mache gerade wie die Kinder hier einmal ein bisschen Honig auf Refraktometer und messe dann den Wassergehalt exakt. Ne? So, und dann kriegt jeder große Bottich von mir, kriegt eine Chargennummer, Wassergehalt, Apfeldatum und. Hier ist auch noch nicht überall. Weil die Bearbeitung des Honigs ist ja mit dem Schleudern, ist ja der erste Schritt. Im zweiten Schritt wird in den großen Behältern, so, jetzt gebe ich das mal wieder ab, danke der Bernhard. Im zweiten Schritt wird dieser Honig 8 Tage nach dem Schleudern stehen gelassen, also zumindest ruht er dann in den Behältnissen. Und nach dieser Zeit wird der Honig mit einem Teigschaber oder Kuchenschaber, wie man das Ding auch immer nennt, wird er abgeschäumt. Nämlich durch das Schleudern kommt in den Honig Luft rein. Oder mindestens etwas Luft. Und dann bildet sich oben auf dem Honig eine leichte Schaumblasenschicht. Und die wird abgeschäumt und kommt weg. Dann bleibt der Honig wiederum stehen, 8 Tage mindestens, und geht dann in den Röhrprozess. Dann wird der Honig mindestens, sage ich mal, 3, 4, 5 Mal 5 Minuten innerhalb der nächsten 14 Tage gerührt. Und das hat zur Folge, der Honig, der will kandieren, der will kristallisieren, will er. Das hat zur Folge, dass wir den Honig dazu überführen, feine, kleine Kristalle auszubilden, was er sonst nicht machen würde, wenn er nicht gerührt würde. Dann würde er grob kristallin und wenn Sie diesen Honig dann später mal essen, dann denken Sie, habe ich Sand auf der Zunge? Ne? So, und das ist der Sinn, warum der Honig gerührt wird.
Und wenn der Honig in der letzten Rührphase so perlmuttartig aussieht, dann ist es ein Zeichen, der will jetzt kandieren, will fest werden. Dann wird der Honig in Ruhe gelassen, bleibt er in den Behältnissen stehen. Und 3 bis 4 Tage später ist er kandiert und sieht dann so aus. Und das Röhren hat weiterhin dann zur Folge, dass der Honig hier drin in seiner Konsistenz nicht weiter verfestigt, sondern immer cremig streichfähig bleibt. Das schmeckt am besten. Und das machen Sie per Hand, oder? Ach, das ist unterschiedlich. Bei mir laufen große Maschinen. Tudorf vom Imkerverein Salzgotten, der hier in Tudorf den Lehrbienenstand betreibt. Seit 17 Jahren steht der Lehrbienenstand hier in Niederland-Tudorf, wird von zahlreichen Besuchern besucht, insbesondere auch von der Wewelsburg, von Ferienfreizeitgruppen und auch von Schulklassen besucht. Der Lehrbienenstand hat früher Johannes Rensing hier betrieben, bis vor 2 Jahren. Jetzt betreibt ihn Frau Andrea Lenzmeier aus Thüle oder meine Wenigkeit als Vorsitzender des Imkervereins. Mein Name ist Bernhard Rennemeier, ich stamme aus Ferla. Und der Imkerverein besteht in diesem Jahre 75 Jahre, ist also 1934 gegründet worden. Dieses Fest, das 75-jährige Jubiläum, feiern wir in der Selzerhalle, in der Schützenstube der Selzerhalle, am 30. August zusammen mit dem Hederormfest. Wie jedes Jahr können wir hier zahlreiche Besucher begrüßen, die sich über die Imkerei informieren und wo wir hoffen, dass wir viele junge Imker hier treffen, die wir demnächst in den Verein aufnehmen können. Das ist unsere Jugendarbeit, die Jugend ist unsere Zukunft. Die Jugend brauchen wir, um in Zukunft auch noch Imker zu haben, die die Imkerei betreiben, die Bienen halten. Die Bienen sind wichtig für die Natur, für die Umwelt. Ohne Bienen würde die Natur sehr schnell verarmen.